Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Game Dev Tycoon. Wir lassen uns es gut gehen und bauen uns ein Entwicklerstudio auf, was durch die Decke gehen wird. Hoffentlich. Na, Maus reagiert. Don't skip. Ja. Welcome to Game Dev Tycoon. In this business simulator, you have been transported back in the time to start your very own game development company and right at the beginning of the PC revolution. In the next 35 years, you can build your dream company, create best-selling games, gain fans, and become the leader of the market. Before you start your adventure, you have to give your upcoming company a name. Ja. Für die Leute, die nicht so gut in Englisch sind und nicht so ganz verstanden haben. Oh, ich könnte hier sogar noch. Ja, machen wir nicht. So. Wurde einfach erklärt, ja, hier. Wir können eine Company erstellen. Also eine Firma. Entwicklungsfirma für Spiele. Und der sollen wir jetzt erstmal einen Namen geben. Was machen wir für einen Namen? Covern wir uns ein? Nee, covern habe ich jetzt in dem Projekt keinen Bock. Ja, die Kreativität voll ist. Und wir überlegen uns einen Namen. Gaming. Sind Comp Gaming, weil ich eigentlich sehr viel auf dem PC entwickelt. Player Name bin natürlich ich. So, gucken wir mal. Ja, die Haare einfach mal. Invert. Einfach mal ganz locker easy. Since you have played the game before, you can choose to use all previously gained chances. Would you like to import all previously gained chances in the game? Yes. Ja, ich habe schon einmal ein bisschen gezockt. Und deswegen kenne ich schon ein bisschen. Before you develop, man can begin, you have to decide what kind of game you want to create and give your game a name. You can also select which graphic technology your game should use. Your options are instantly limited, but once you have a bit of experience, you will be able to unlock new options. Ich glaube, die Maus gibt so langsam irgendwann mal ihren Geist auf. Sie will nicht mal richtig funktionieren. Nicht gut. Erstmal Topic, was haben wir denn? Game Dev, UFO, Vampire und Romance. Dann machen wir ein Vampire Game. Habe ich schon mal Vampire Game gemacht? Ne, habe ich nicht. Vampire. Ach, war mein Adventure. So. Hier sieht man jetzt auch die Hints, Action ist hier gut, also mittelmäßig, was heißt mittelmäßig? Ist schon gut, aber noch nicht top. Das Action und Simulation, weil Simulation ist hier top, genauso wie Strategie. Aber Adventure habe ich noch gar kein Ziel. Ich glaube Adventure... Nehmen wir den. Und Vampire... Vampires. History. Nehmen eine 2D-Grafik und fange an zu entwickeln. Game development runs through 3 stages. At the beginning of each stage, you can decide what areas of game you want to focus on. Picking the right focus for your game greatly increase the points you generate.
think about what areas are important for your game and decrease the focus on areas you think are less important. If you want to read a brief description of the different areas, please refer to help menu. Okay, es wird jetzt gesagt, man hat hier ein Fenster immer, drei Stages gibt's davon. Und hier hat man jetzt die Auswahl zwischen Engine, Gameplay und History. History, jetzt glaube ich da. Story und Quest. Ändert sich in den nächsten Steps die Sachen, dann kommt da Grafik, Level Design, Künstliche Intelligenz und sowas. Und jetzt müssen wir entscheiden, was ist gut für ein Adventure. Ich sage Engine wenig, Gameplay hoch und Story so wie sie ist. Drückt man auf OK und dann wird entwickelt. Development has now started. Well, developing your game, you will generate game points, which you can see bubbling up. Game points are divided into design points and technology points. The more points you generate, the better the game will be. From time to time, there will also be bug points generated. These points become less likely on once you gain experience. Bugs should be fixed before the game is released and increase development time and costs. Ja, wurde gesagt, man hat hier Punkte. Bugs, Design, Technology, Research. Ich erkläre erstmal den ersten Tutorial. Je höher die Punkte sind, desto besser schneiden wir ab. Also am Ende in der Wertung. Es gibt immer vier Fachmagazine, die dann das Spiel bewerten und daraus wird dann eine Quersumme und so viele Leute holen sich dann bla bla bla. Klar, Standard kennt jeder, sollte jeder kennen. Bugs können am Ende der Entwicklung, wenn hier schon Fende steht, können abarbeitet werden. Was natürlich Zeit kostet und Geld kostet. Weil monatlichen Kosten, blibla, wenn man bankrott ist, Geld. Wobei ein Bug zieht schon die Wertung runter und ich wüsste nicht wissen, wie viel noch weitere Bugs machen. Also Bugs mache ich eigentlich immer raus. So viel Zeit ist eigentlich immer. Wenn man im Minus ist, dann sind die Bugs auch scheißegal, weil da kommt man dann fast eigentlich eh nicht mehr mit eigenen Händen raus. While generating game reports, you start to gain insight into the development process and learn about what works well and what doesn't work so well. These insights are shown as hints on the development screen, unless you have turned this option off in the setting. Okay. Hier wird dann gesagt, man kann Game Reports machen am Ende. Und dann bekommt man hier dieser Plus oder Minus, was jetzt gerade auch bei den Konsolen war, beziehungsweise PC und den G64, nutzen wir mal die Namen. Und daran kann man erkennen, wie wichtig, schlecht, bla bla, logischerweise. The Heinz Range von 3 Plus to Double Minus. Das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, es gibt sogar 3 Minus. Aber... And indicate how important an area is for the type of game. When hints have a question mark at the end, e.g. blah question mark, it means that you have insight from a game in the same genre, but that you are not yet sure whether this holds true for the particular genre topic combination. Also hier die mit Fragezeichen hinter die Wertung, da ist eigentlich meist so, eventuell geht bei den Dreier-Fragezeichen geht vielleicht ein Plus runter, aber es ist schon meist sehr wichtig dann oder sehr scheiße. Das sieht man halt auch hier, Dialogs sollen sehr wichtig sein. Level Design nicht so, künstliche Intelligenz ein bisschen besser. Mach ich so. Los geht's. Später, wenn das Spiel fertig ist und auf dem Markt ist, kann man einen Game Report entwickeln. Und da kann man das dann festsetzen und nochmal bei den Konsolen bessere Sachen machen und bliblablu. During the development, you can also select additional features for your game. Right now, you can only pick basic sounds, but your option will increase quickly. Selecting additional features makes the game generally better, but also increase its costs. Okay. You will also see the graphic types you select when you define the game. So, this is just to remind you of your choice. You cannot change the type of graphic mid games. Game. Also hier wird einfach gesagt, hier diese Features, wenn man später ein Engine macht,
mehr Dinger hat, bla bla. Erhöht sich halt die Liste und da kann man dann nochmal speziell auswählen, was man braucht, was rein sollte, gucken auf die Kosten, alles. Grafik hoch, Design würde ich nicht so, so ein bisschen so. So würde ich das sagen. Na, wir können mal weiter. Ich Technologie ein bisschen zu wenig Punkte hat, meiner Meinung nach. The development of your first game is not complete. You can press finish button to publish a game, but you should only do that once you fix the majority of bugs. Releasing a game without fixed bugging can severely affect your rating, so you should only ever consider that if you need the cash and you can't offer to wait. Ja, wurde jetzt nochmal gesagt. Man kann es jetzt releasen, aber sind nur Bugs drin. Sollte man gucken und jetzt programmiert er da wieder einen Bug rein. Sehr toll. The development of the of your game has no finish. While development developing games, da steht kein E, you gain experience and improve your skills. When development jetzt is complete, you will be presented with a summary of the experience game. Da wurde jetzt hier die Liste gesagt, dass man hier die Punkte sieht. Die Level. Und ich release das Game, weil wir bauen die Knete. Your game is now complete and will be handed off to publish. We should see reviews and sales coming in for the game soon. Alles klar, da kommen die Game Reviews. So, was kriegen wir denn für ein Spiel? Komm, eine 5er-Wertung ist drin. Im ersten Spiel eine 5er-Wertung. Da haben wir 9,6. Jetzt haben wir eine 7 raus. Ach, leck mich doch. Dann 5,5 haben wir rausgekriegt. After publishing a game, you can invest a little bit of time to analyze your creation and generate a game report. Game reports are a great way to gain research points as well as valuable, okay, insights into what works and what doesn't work when developing a game. To generate a game report, close those measures and then click anywhere on the screen to bring up the action menu. Generate game report. Select. Comp Gaming, a newcomer in the game industry, so, has just released their first game, Vampire Stories. The game we served favorable reviews. With such a good start, Comp Gaming are sure to gain fans quickly. Okay, wurde jetzt einfach gesagt, ja hier, wir sind ja Newcomer, neu im Business. Und mit dem Spiel werden wir hoffentlich Fans abgreifen, bla bla. Vampire History sold 2768 units in its first week on the mark. We made it in the charts at 59. Now that your game is on sale, you will receive the income from the game every week. You can see how well your game is doing by looking at the sales graph in the top right of the screen, also here. Fans. Vampire's History has successful that we now have 12 fans. Yeah, 12 fans. Zoom was it. Game report. Our post-release analyzing of Vampire Series is complete and we got the following result. Vampire and Adventure is okay combination, also really top. Artificial intelligence seems to be not important for this type of game. Ja, wird gesagt, die Konsequenz ist scheißegal. Ah, komm, ich scheiß jetzt mal drauf hier zu lesen. Ja, wird mir so mal gesagt, das Straightway ist hier Research Points. Die brauchen wir hier Research. Bla bla bla, ja, ich weiß nicht, wie das umgeht. Erkläre ich ja alles. Hier kann man dann, gibt natürlich auch mehr. Hier kann man jetzt zum ersten Mal sein Game Engine, das kostet 50 RP, also Research Points, die hier. Und ein New Topic kostet 10 Research Points. Und davon machen wir auch was. Und zwar Hunting. Und dann entwickeln wir das mal.